Hey, na, was geht? Herzlich willkommen zurück hier beim Man Eater. Pete ist in der Nähe. Und wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet Ärger. Großen Ärger. Ganz, ganz großen Ärger. Der hat mir die Hand genommen. Mach dich bereit, Junge. Jetzt will es also verschlechtes Spiel. Du raubst mir den letzten Nerv, mein Mädchen. Junge, 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 auf dich habe ich gewartet, Hai. Okay, Leute. Elite-Jäger-Taucher. Lecker. Danke, Pete. Abwehr! Eine Explosion wird seine Aufmerksamkeit erregen. Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Muss genau auf dich zu prügeln, oder? Kyle, leer die Kanne über ihr aus! Zum Teufel mit dir! What the fuck? Damn! Die Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Wow. Fettverdauung. Gesundheit durch Futter. Fett. Ah, dann ist das hier ist Fett. Voll Fett, Alter. Ach, guck mal. Dann war es tatsächlich so, dass wir nur Mineral bekommen haben. Hm. Wir Proteinverdauung raus. Fettverdauung rein. Thank you.
alles verbessern, was wir hier verbessern können. Level 29 erreicht? Ja, wir haben aber auch Level 30 erreicht. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Mir hängt da was aus dem Maul. Vielleicht mit einer Schnellreise ist es weg. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Okay, ich werde das nicht los. Mach ihn jetzt. Wir können das ja nicht mehr exploiten, Alter. Was mach ich denn jetzt? Fische, die höher in der Nahrungskette stehen, sind in der Lage, verschiedene Gewässer zu durchqueren. Alter, sehen wir aus, ne? Ich kann halt auch keinen Schwanzschlag machen oder sowas. Ja, Leute, da bin ich. Da bin ich ein bisschen überfragt jetzt. Was war da jetzt intellektuell machen? Wir machen das mal so. Zack. Gehen mal ans Hauptmenü. Gehen wir zurück. Durch die Bestimmung der wichtigsten katastrophenbedingten Probleme können Bauunternehmer nun besser informiert damit fortfahren, rücksichtslos an der Küste zu bauen. Nice, haben wir geschafft. Okay, pass auf, was wir jetzt machen können, ist im Dead Horse Lake zum Beispiel uns die Gitter zu holen und dann können wir das schnell abarbeiten. Das ist ja weird. Wahrscheinlich einfach... Hier ist es schwierig, den Einfluss des Menschen auf die Natur zu übersehen. Wahrscheinlich war es einfach so, dass man... den Körper von seinem Sohn halt im Mund hat und dass man ihn fressen kann, aber dadurch, dass wir gleichzeitig auch eine Evolutionsstufe aufgestanden sind, dadurch ging das Ganze wohl nicht.
Alter, sind wir ein Riesentier. Sonnenhai, Alter. Sonnenhai. Ich hoffe, wir schwimmen jetzt richtig. Ich wollte beinahe fahren sagen. Natürlich nicht. Level 8 Krokodil. Oh, süß. Jetzt eigentlich in dieses Reaktor kommen. Genau, das sieht doch schon mal gut aus, Freunde. Es ist Zeit fürs Abendessen. Aber wird unser Bullenhai-Weibchen sich anpirschen und zubeißen? Ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht die Harpune, die er uns reingestochen hat, noch im Körper stecken haben. Lässt sich niemals eine fette Fiesta entgehen. Alter, sind wir eine Mordmaschine. Das ist ja nicht mehr normal. Warte mal, da haben wir alles, ne? 100, genau. Hier. Ha, guck mal, das Teil fehlt uns auch noch. Ich weiß gar nicht, ob wir so hoch schon stehen. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. Geschwindigkeit, Sportgeschwindigkeit, Beschleunigung, Rammkraft, Schwimmgeschwindigkeit. Körper sieht am geilsten aus. Vor allen Dingen leuchtet er so. Wenn man Gas gibt, wollte ich jetzt beinahe sagen. Okay, Versuch macht klug, sagt man ja so schön.
man schaffen. Wenn man sich nicht komplett blöde anstellt. Ehrlich. Wenn man nicht immer einen Kilometer davor hochspringt. Nice, Freunde. Nice. Nice. Weißt du? Das leuchtet. Was ist das für ein Kackfliegen hier? Das leuchtet alles kurz so auf, wenn man sprintet. Das sieht geil aus. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. Hier ist einfach gar nichts. Kann man schon mal machen? Kann man schon mal anbieten? Okay, dann haben wir das. Hier war ja auch nur noch ein Gitter. Genau. Machen wir das auch gleich, Alter. Guck mal, und so schnell geht das, Alter, dass man alles hintereinander wegarbeitet. Ein Ruheort ist ideal für den Hai, um zu meditieren und seine wahre Potenzialität zu erreichen. Ich hab Bock. Wahrscheinlich durch das Gitter da rein. Sorry. Einfach krass, wie wir die mittlerweile einfach wegklemmen können, Alter. Tretboot. Barracuda hinter mir her. Der Hunger ist eine Antriebskraft für den Bullenhai. Vor allem voll so ein Taucher hier in dem Teil drin, weißt du. Cool, Alter. Eine Höhle nur für dich. Guck mal, wir sollen gar nicht in den Golf rein. Aber hier gibt's auch 21 Teile. Aber wir sollen nach Prosperity Sands. Alright. War übrigens super schwer, hier diese Kisten zu finden. Die hatten wir ja schon mal gesucht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, suchst du mal offscreen, bevor wir uns da tot suchen. In den 70er Jahren tauchten entlang der Küste von Port Clovis häufig verwaiste Marihuana-Päckchen auf. Diese wurden von den Einheimischen fantasievoll als quadratischer Zackenbarsch bezeichnet. Okay.
Der Schattenkörper ist der einzige, der halt echt cool aussieht, ne? Halt echt cool, Alter. Alles andere. Ich weiß auch nicht so. Sorry, wollte mal ein bisschen Musik einspielen. Falls ihr euch wundert, übrigens, ich weiß, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber es gab ein paar Tage keine Videos auf meinem Kanal. Da war ich beschäftigt mit was anderem. Und zwar, ist es so, dass es auf Twitch massenweise DMCA-Takedowns gab. Von lizenzierter Musik. Und zwar aufgrund von Clips, die die Community gemacht hat. Und auch mein kleiner Kack-Kanal ist davon betroffen gewesen. Und ich musste mich damit beschäftigen, quasi alle alten Clips durchzugucken, die ihr geklippt habt. Was ja das Coole ist an Livestreams, ne? Dass ihr Clips erstellen könnt. Und musste jeden löschen, wo irgendwie lizenzierte Musik drin war. Was natürlich schade ist, weil da waren ein paar echt lustige dabei. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Übrigens steht bei uns jetzt hier unten, also hier hinter mir, da steht nicht mehr, da steht nicht älteres Tier, da steht Mega. Mega. So, genau, hier lang und dann immer links an der Küste halten. Weg dann vielleicht ein oder anderen Menschen fressen. Ist ja doch immer ganz wichtig, dass man den Proteinspeicher voll hat. Wenn man einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ein paar Sachen einsammeln, oder? Ihr wisst, ich meine, ihr wisst, auf was ich abgesehen habe, auf Landmarks. Fucking Orcas! Des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich.
Nachfrage von Seeschwämmen nach Ananashäusern hat in ganz Costa Rica zu einer massiven Abholzung geführt. Da Seeschwämme jedoch kein Hirn besitzen, wiegen sie die Folgen ihrer Kaufentscheidungen selten ab. Wer lebt in der Ananasgasse? Tief unter Meer. Keine Zeit, sorry. Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Eigentlich suchen wir ja was ganz anderes. Aber wenn wir es schon haben, dann nehmen wir es natürlich mit. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Die Nachbildung der Titanic war so präzise, dass 1500 Menschen während ihrer Jungfernfahrt starben. Okay. Bekannt als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Was sind hinter mir her, Alter? Das ist ein Riesengebiet, was wir hier abgrasen. Aber es ist alles nur zu unserem Besten. Denn ihr wisst ja, warum ich die Landmarks eigentlich suche. Diese Meeresplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Damit wir den Schattenkörper bekommen. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wir haben 100 pro schon ein paar Landmarks komplett außer Acht gelassen. Selbst die Technologie auf Gazorpazorp ist hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nicht bedenkenlos. Gazorpazorp. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände für das alleinige Vergnügen der. Und dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Die Konzentrationen von Methan und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf sich verändert hat, seit Amerigo Vespucci 1497 hier ankam. Wer? Oh, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt nach Delfin-Zeit. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Genau, Katalysator.
Jetzt wundert mich, dass wir auch noch keine Delfine getroffen haben, ne? Weil man weiß ja eigentlich, dass so Delfine sind die größten Feinde der Haie. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Ich glaube so, der Golf ist mehr so ein... so ein Grindgebiet, Alter. Im Meer, wo töten oder getötet werden die Regel ist, bieten leistungssteigernde Mutanten Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Killermaschine, Alter. Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Ja, entwickeln können wir uns schon gar nicht mehr. Wir sind ja schon die krassesten. Da unten ist aber noch was. Und ich weiß, die Folge ist eigentlich rum, aber ist mir gerade Rille. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Schade ist, dass er so langsam sich wiederholt, ne? Ist aber normal, weil überleg mal, was der alles eingesprochen hat. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Ja, kennt man von Haien, die machen sich da schon ihre Gedanken. Atlantischer Spatenfisch. Lecker. Ich würde sagen, in dem Gebiet haben wir so gut wie alles. Weil der Golf geht bis hier hinten. Wahrscheinlich kommen wir von hier auch wieder in Crawfish Bay rein, ne? Leute, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. Durch das erste Tor, sowohl durch das wir nie durchgekommen Jäger sind. Als auch für Raubtiere wird der Bayou wegen seiner Wildheit und Großzügigkeit verehrt. Genau das. Leute, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Spaß mit dem Fisch. Maneater. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.